Joa, weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nicht. Obwohl, ja, man sagt ja auch, Liebe macht blind. Ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich so. Ich glaube eher weniger. Etwas nervös wartete ich darauf, dass meine Eltern nach Hause kamen. Also halt jetzt charakterlich, denke ich. Das Einzige, was ich. Okay, ja, gut, ja. Ja, ich muss mal über Dinge viel zu lange nachdenken. Es tut mir leid. Zwar habe ich keinen Hausarrest mehr, aber wer weiß, ob mein Vater nicht einen anderen Grund dafür findet, mir die Party zu verbieten. Erst als wir alle gemütlich auf der Couch versammelt waren, wagte ich das Thema anzusprechen. Meine Freundin Iris organisiert morgen ein kleines Treffen bei sich zu Hause. Darf ich auch hin? Was verstehst du unter einem kleinen Treffen? Kein Grund, hysterisch zu werden, Philipp. Ich denke, wir haben nichtsdestotrotz ein Recht auf Einzelheiten. Nur eine Party mit ein paar Leuten aus meiner Klasse, Papa. Was für Leute? Komm auch, Jungs, das war so klar. Ja, es kommt, Jungs. Stell dir vor. Natürlich kommen auch Jungs. Das Mädchen lebt schließlich nicht in einem Kloster. Ich finde die Mutter geil. Ich konnte eigentlich ja nicht unterdrücken. Oh. Mein Vater sah nicht wütend aus, wirklich beunruhigt. So kannte ich ihn gar nicht. Vor allem, da war noch voll der Schweißtropfen, habt ihr es gesehen? Ich habe nie behauptet, dass ich meine Tochter in ein Kloster einsperren will. Er gewann an Fassung zurück. Was ist mit Alkohol? Beide musterten mich fragend. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube aber nicht, dass das so ihr Ding ist. Umso besser. Ohne Alkohol hat man ohnehin mehr Spaß. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Betrinken muss man es. Mein Vater nickte. Ich hatte nicht vor, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Zumal ich kaum je Alkohol getrunken hatte. Höchstens mal ein Stückchen Champagner bei Familienfeiern. Ja, so ein Glas Sekt ist ja auch mal lecker, aber weiß ich. Dann ich kenne diese ganzen Studenten, die sich keine Ahnung wie viel Bier reinschmeißen, wo ich mir so denke, mein Gott, was soll nur aus seiner Leber werden? Ich persönlich hab nicht das Geringste dagegen, dass du zu dieser Feier gehst. Super, danke, Mama. Punkt, Punkt, Punkt. Papa? Punkt, Punkt, Punkt. Meine Mutter stieß ihn mit dem Ellenbogen in die Seite. Ja, du kannst gehen. Wuhu! Ich begann vor Freude auf und ab zu hüpfen. Danke, Papa! Aber um Mitternacht bist du zu Hause und keine Minute später. Eine Stunde. Wie bitte? Weißt du nicht mehr, wie du in ihrem Alter warst? Mitternacht ist zu früh. Na schön, ich sehe schon, dass ich hier nichts zu melden habe. Dann macht das unter euch aus. Er verzog sich grummelnd in die Küche. Ich finde das süß. Was für ein Spielverderber er sein kann. Ich hoffe, er ist nicht allzu sauer. Er taut schon wieder auf. Keine Sorge. Wir tauschen einen komplizenhaften Blick. Ich hatte meinen Eltern schon immer sehr nahe gestanden und es erleichterte mich zu sehen, dass wir nach allem, was geschehen war, noch eine gute Beziehung hatten. Nun denn, dann werde ich mal nach oben gehen und meine Nachrichten checken. Iris hat sicher schon angefangen, alles zu organisieren. Boah, ich hasse das, wenn ich dann zurückkomme. Und in der Gruppe wurden schon 10.000 Nachrichten so geschrieben, was heißt hassen, aber das ist dann immer so, lese ich das jetzt nach oder lese ich das nicht nach und dann liest du das nach und das ist so ewig lang und so, ja. Dann brauchst du so eine Stunde, bis du mal Hallo schreiben kannst. Also, mal sehen, was Iris so schreibt. Ich klappte meinen Laptop auf, um meine Nachrichten zu checken. Iris hatte alle für 18 Uhr zu sich eingeladen. Manchen war das zu früh. Aber so hätten wir wenigstens genug Zeit, um allerhand zu machen. Mir wurde aufgetragen, mich um die Getränke zu kümmern. Ich sollte verschiedene Fruchtsäfte kaufen. Wow, Fruchtsäfte. Wie besonders. Ich hätte eher Limo oder sowas gedacht. Das sind immerhin Jugendliche. So kann ich meinen Eltern zumindest versichern, dass es kein Alkohol geben wird.
Ich hatte Iris Nachricht kaum gelesen, als auch schon mein Handy zu vibrieren begann. Es war Castiel. Okay. Ist es nicht das Klischee von so Studentenpartys, dass sich irgendein Paar in das Schlafzimmer der Eltern verirrt und dort rumtreibt? Ja. Also ich habe gerade... Scheiße. Also ich habe gerade Pippi Langstroms Nachricht gesehen. Hättest du Lust, vor der Party noch Getränke einkaufen zu gehen, sofern man das eine Party nennen kann? Pippi Langstrumpf, ich im Haus Kunterbunt mit dem Pferd und den Affen. Warum sagst du das? Keine Party, auf der ich bis jetzt war, begann um 18 Uhr. Ich hoffe nur, sie hat keinen bekloppten... Spiele für uns geplant. Ich hab was von Topfschlag. Scheiße. Ist das dein Ernst? Ich liebe dich nur auf den Arm. Wir vereinbarten uns eine Stunde vor Partybeginn am Geschenkeshop zu treffen, um Getränke zu kaufen. Boah, das ist so geil. Als ich aufnickte, wurde mir klar, dass ich ganz versonnen vor mich hin lächelte. Seit ein paar Tagen geht es mir wirklich gut. Eigentlich seit Lisandras Genesung und Rückkehr an die Schule. Ich bin ihr so erleichtert, dass er sein Gedächtnis wiedererlangt hat. Und außerdem scheint die dicke Luft, die in der Schule herrschte, verflogen zu sein. Ich konnte mich mit meinen Eltern aussöhnen und fühle mich meinem Freund zunehmend verbundener. Das ist sozusagen das Sahnehäubchen. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf. Ich hatte einen... Was? Was? Ihre sieht mega high aus. Was ist hier los? Ich hatte einen völlig verrückten Traum, in dem Iris die Schule durch eine chemische Explosion vernichtete. Das bleibt unter uns, Mitsugi, in Ordnung. Was? Mitgefangen? Mitgehangen. Aber Iris, was hast du da nur fürchterliches angestellt? Bitte sag niemandem ein Sterbenswort. Vielleicht befürchtete ich unterbewusst, die Party könnte ein übles Ende nehmen. Ich wusste es nicht. Wenn ich schlief, ging einfach meine Fantasie mit mir durch. Ja. Am nächsten Tag konnte ich nicht eine Sekunde still sitzen. Ich war den ganzen Vormittag über so aufgedreht, dass meine Mutter mir kaum mit den Augen folgen konnte. Sag mal, kannst du nicht shoppen gehen, statt hier wie eine Irre umherzurennen? Shoppen? Naja, ich habe schon lange nichts mehr eingekauft. Ich brauche dringend da dir diese Party so wichtig zu sein scheint, gebe ich dir $50. Damit kannst du dir etwas Hübsches kaufen. Oh, danke, Mama. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Ich brauche es nicht unbedingt. Ich kann ja auch für Euro sagen. Es ist halt unsere Währung, ja. Aber ich sag dir auch, oder? Natürlich brauchst du es. Es ist immerhin ein besonderer Anlass. Das ist unheimlich lieb von dir. Ich drückte sie an mich. Nun, geh schon. Gespräch beenden. Okay, gut, dann gehen wir mal. Vor dem Haus. Geschäft. Heute werde ich jedenfalls nicht lange überlegen. Ich gehe gleich zu der Ex-Boutique. Dort findet man am ehesten ein hübsches Outfit. Ich betrat das Geschäft. Irre ich mich oder kommst du in letzter Zeit immer öfter hierher? Das liegt daran, dass ich deine Arbeit so zu schätzen weiß. Immer schön zu hören. Ich habe heute Abend etwas vor und suche ein passendes Outfit. Ich nehme an, du sprichst von der kleinen Party, zu der auch unser geht. Ja, sie findet bei einer unserer Klassenkameradinnen statt. Nun denn, sag mir, was du dir vorgestellt hast. Welchen Stil bevorzugst du? Ich weiß nicht genau. Ich vertraue deiner Expertenmeinung. Ich hätte gerne was, das ein bisschen schicker ist als sonst. Dir scheint es ja viel besser zu gehen als noch vor kurzem. Das freut mich zu sehen. Ich weiß nicht. Also C ist halt, spricht ihn persönlich an. Wollen wir mal mit ihm persönlich so ein bisschen eingehen? Weil sonst redet man ja nie so wirklich mit ihm. Finde ich ein bisschen schade. Und jetzt hängt mein Maus doch nicht. Ich glaube, ich nehme mal C. Ich hoffe, das hängt nicht oder so. Ah, steigt! Ich meine, steigt.
Ein bisschen. Ja, ich meine, weil wenn man Rosalia geholfen hat, dann ist man nämlich voll im Minusbereich. And that makes me sad. Ja. Ja, man sieht es mir wohl an. Ja. Habe ich jetzt auf weitergeklickt? Ja, habe ich. Ich kann dir sagen, dass die Genesung meines Bruders einiges dazu beigetragen hat. Und außerdem hat mein Vater dadurch neuen Lebensmut geschöpft. Ich spürte, wie Mitgefühl mir die Kehle zuschnürte. Nun, aber zurück zu deinem Anliegen. Ich habe ein neues Abendkleid entworfen, das ich dir vorschlagen möchte. Er zauberte ein Kleid und eine Jacke hervor und ich konnte es kaum erwarten, sie in der Umkleide anzuprobieren. In der Zwischenzeit brachte er mir Schuhe und Schmuck, die den Look komplettierten. Er ist so toll, er ist so voll der Stylist, einfach, weißt du, normalerweise gehst du so in eine Boutique und holst so ein T-Shirt oder so. Nein, der bringt dir gleich so das ganze Outfit hier, noch Accessoires, noch das Passende dazu und kannst einfach so komplett... Was?! Alter, das ist widerlich. Das ist widerlich, ey. Die bringen jetzt die Episode raus und bald kommt dann der Weihnachtsshop, der auch wieder scheiße teuer sein wird. Und dann machen die das Outfit so teuer. Was ist... Ihr Geldsäcke! Was? Das gibt's doch gar nicht! Alter! $335! Das ist echt scheiße teuer. Krass, okay. Ich finde das so. Ich finde das richtig heftig. Oh! Das passt eigentlich sogar fast. Ja, gut, ich habe noch ein paar Ketten aber da drunter. Okay, ich ziehe mich ganz kurz um und bin dann direkt wieder da. Ja, also ich habe mich jetzt doch nicht umgezogen, weil ich das noch ganz entspannt, so wie es ist. Jetzt auch wieder ist noch gut. Ich fand mich darin um einiges erwachsener. Ja, also man muss ja auch sagen, das ist ein verdammt tiefer Ausschnitt. Also, ja. Es gefiel mir. Ja, es ist auch ein hübsches Outfit. Gerade die Jacke muss ich gestehen, finde ich sehr geil. Aber 335 Euro. Nee. Ich bezahlte und verabschiedete mich von Lay. Dann verließ ich frohen Mutes das Geschäft. Das Geld von meiner Mutter hatte mich gerettet. Ansonsten hätte dieses Kleid meinen Finanzrahmen gesprengt. Wie viel Geld hast du denn? Bitte eigentlich Monat. Okay, warte, nein, das sollte ich eigentlich nicht fragen. Mit 2000. Ne? Das war vorne. Ich beschloss, zurück nach Hause zu gehen und mich fertig zu machen, ehe ich mich auf den Weg zum Geschenkeshop machte. Ich sollte meinen Schlüssel mitnehmen, damit ich meine Eltern bei meiner Rückkehr später nicht wecke. Das wäre echt praktisch, okay, ja. Ich muss wirklich aufhören, ihn ständig zu verlegen. Ja, das ist wunderbar. Okay, sammle deine Sachen ein. Hä? Was soll ich denn einsammeln? Was? Hä? Sammle deine Sachen ein. Dann kaufe ein paar Getränke im Geschenkeshop. Ich soll meinen Schlüssel holen, oder wie? Meinen die das? Ich soll meine Sachen holen? Meine Sachen einsammeln? Ja. Mal sehen. Mein Geldbeutel, mein Handy, ein Lippenstift. Auf jeden Fall. Aber gut, wenn dich jemand küsst, ist ein Lippenstift sehr unvorteilhaft. Es sei denn, das ist so ein komischer, der sich in die Lippen einzieht. So ein Liquid. Ich glaube, ich habe alles. Ah, der Schlüssel. Da sind ja meine Schlüssel. Ich packte sie in meine neue Tasche. Gut, dann habe ich alles. Achso, warte. Mal gucken. Einfach mal geprüft. Nee, sie hat alles, okay. Gut, mein Vater ist noch nicht von der Arbeit nach Hause gekommen und meine Mutter scheint verschwunden. Ich kann ihn nicht auf Wieder-
sie ihn sagen, aber was soll's. Vielleicht ist es sogar besser, dass mein Vater nicht hier ist. Ich habe nicht allzu große Lust auf ein weiteres Verhör. Auf zum Geschenkeshop also. Gut. Ich stieß die Tür des Geschenkeshops auf. Auf einmal knallen wir so mit der Tür gegen seinen Kopf oder so. netter Fummel. Kastiel, er ist viel zu früh. Danke. Da muss ich ja heute richtig aufpassen, dass ich die anderen, dass die anderen Kerle dich nicht wegschnappen. Was du wieder redest. Du unterschätzt dich. Oh, irgendwas süß. Das ist auch irgendwie süß. Ach, tatsächlich? Ich trat auf ihn zu und griff nach dem Revers seiner Jacke schon wieder. Warum? Warte. Er sah sich rasch nach allen Seiten um. Hast du nun etwa auch schon Angst, dass man uns überraschen könnte? Ich hasse es, wenn sich Leute in mein Privatleben einmischen. Ich habe nicht vor, Sophies Unglück zu meinem zu machen. Wer ist? Ist das eine Redewendung, die ich nicht kenne? Ist vermutlich eine Redewendung, oder? Du meinst Carlas Unglück? Auch wenn ich dir garantiere, dass es mit mir als ihrem Freund anders gelaufen wäre. Okay. Na dann komm her. Ich verstehe irgendwie gerade den. Wenn er Carlas Freund wäre, oder wie? Was? Ich zog ihn in eine stille Ladenecke. Ach, süß. Dann zog ich ihn am Kragen zu mir herunter, um ihn zu küssen. Oh, er wird rot! Interessant. Abrupt nahm er mein Gesicht in seine Hände und küsste mich, dass mir die Luft wegblieb. Alter, ich sag's euch hier so, das geht hier doch richtig ran. Also, wir landen am Ende im Schlafzimmer. So schade, dass wir das nicht während der Party tun können. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn stundenlang küssen. Süß. Aber ich glaube dann irgendwann. Oh hey, nehmt euch endlich ein Zimmer. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich entwand mich in Setzkastels Arm. Das Schlimmste befürchtend. Ach so, das war Rosalia. Das ist geil. Rosa, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Eine geheime Beziehung, also ich habe schon besser gehütete Geheimnisse aufgedeckt. Wir haben uns versteckt, ist nicht unsere Schuld, wenn du... Okay? Ja, ich musste mal kurz das Wort googeln. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Voyeuristisch? Keine Ahnung. Ist es, also bin ich die Einzige, die dieses Wort nicht kennt, oder? Es tut mir leid, aber was... Ich meine, ich habe das jetzt gegoogelt, ich weiß jetzt, was das bedeutet, aber sorry, ich habe das Wort noch nie zuvor gehört. Also wenn du wie so ein Spanner veranlagt bist, ja, also so von wegen, ja. Oh, Augenbrauen hochgezogen. Glaub mir, mich beeindruckt man nicht so leicht. Wie reizend ihr doch seid, wir sollten besser nach unseren Einkäufen suchen. Da fuck einfach, ey. Weißt du, letztes Mal puterrot, jetzt kommt sowas. Zum Glück hatte uns Rosa überrascht und nicht jemand anderes. Wir schlenderten die Gänge entlang, auf der Suche nach den Fruchtsäften. Ich ging voran, um Kasti so nah wie möglich zu sein. Ich ließ Kasti vorangehen, um mich mit Rosa auszutauschen. Keine Ahnung. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Okay, I'm skeptisch. Du hattest jetzt einfach nur Lobometer-Auswirkungen, oder wie? Oder was willst du mir damit erzählen? Nö, irgendwie. Okay, ich ging voran. Okay, ich weiß nicht genau. Also ich ging voran und bin ich allein. Oder wie? Dann bin ich bei Kastiel und dann bin ich bei Rosa. Okay, ich weiß nicht. Was soll ich denn nehmen? Um Gottes Willen.
Oh, hallo Mitsui, wie geht's? Gut, und dir? Oh, weißt du, den Umständen entsprechend. Wie meinst du das? Du hast dich nicht geändert. okay. A oder B? Ich weiß nicht, vielleicht wegen der Scheidung oder wie? A oder B? I don't know. Ich hab keine Ahnung, ich nehme B. Auf einmal singt das so voll. Was meinst du? Du bist immer sehr ernst für dein Alter. Das ist mein melancholisches Gemüt, weißt du? Hast du schon mal Charles Baudelaire gelesen? Ich glaube, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin nicht der französische Pöhn. Vermutlich hört ihr mich gar nicht, wenn ich so flüster. Oh, fang jetzt bloß nicht damit an. Du ziehst uns noch alle runter. Ja, ich habe auch weiter gedrückt. Hoppla. Heute Abend wollen wir Spaß haben. Kann ich den Abend mit euch verbringen? Okay. Was ist denn mit dir los? Normalerweise ziehst du es vor, alleine in deinem Zimmer zu bleiben. Boah, es ist gerade echt lahmarschig. Mama will mich unbedingt zu Omi und Opi schleppen. Ich weigere mich. Naja, also ich kann das nicht entscheiden. Frag sie selbst. Das Programm ist nicht unbedingt für deine Altersklasse ausgelegt. Du halbe Portion. Ich verärgere dir einfach jedes Mal wieder. Stell dir vor, ich weiß mich anzupassen. Ich bin nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Frag besser Mama. Ah, schön. Ich muss euch immerhin noch fertig herumführen. Ich hoffe, bei mir hört nicht die ganzen Nebengeräusche, weil meine Mutter und meine Schwester sind nach Hause gekommen. Und die machen jetzt Terz. Und das ist ein richtig schickes Bad. Wow. Unser Badezimmer. Oh, ich liebe den Stil dieser Badewanne. Kannst du dich sicher so. Okay. Allerdings, ist sie nicht ein wenig dreckig? Oh nein, nein, sie ist nur alt. Meine Mutter hat sie aus einem Antiquitätenladen. Mir gefällt die Atmosphäre und die vielen Pflanzen. Sieht aus wie in einem Gewächshaus. Ja, da gebe ich dir recht. Mein Bruder, meine Mutter und ich kümmern uns abwechselnd um die Pflanzen. Das klappt ganz gut. Gut, denn die Belüsch. Haben wir uns fertig rumgeführt? Das war's, oder? Deine Wohnung ist echt spitze. Warte, noch haben wir nicht alles gesehen. Ach nein? Habt ihr einen Garten mit Pool? nein, aber was ich euch zeigen möchte, ist fast genauso toll. Folgt mir. Okay. Haus, ihres Terrasse. Wie ihr sehen könnt, ist auch unsere Terrasse ziemlich gemütlich. Wow, das ist ja super. Man bekommt richtig Lust, sich hierher zu sitzen. Nicht übel. Stimmt, die ist echt hübsch. Vor allem mit den Girlanden, also mit dieser Lichterkette da. Und wartet erst, bis ihr unseren Geheimgarten seht. Euren was? Ein Geheimgarten. What? Weil wir so voll so. Keine Ahnung, was so voll die Diele unter dem Gras. Dort hinten, komm mit! Es tut mir leid, wenn ich mal wieder die Stimme verkacke oder so. Tada! Oh wow, okay, ist das. Boah, das ist voll die schöne Schaukel. So voll diese komischen. Mann, was ist das denn? Das ist sowas von süß! Das ist aber kein Privatgarten, oder? Nein, alle Hausbewohner dürfen ihn benutzen. Das Paar, das vor uns in unserer Wohnung gelebt hat, hat die Schaukel aufgehängt und die Blumen gepflanzt.
Da bekommt man richtig Lust, mit seinem Geliebten zu schmusen, nicht wahr? Oh nein, wenn sie jetzt auch noch anfängt wie Alexi. Wo bleiben eigentlich die anderen? Oh, die anderen sollten gleich hier sein. Gehen wir zurück ins Wohnzimmer? Gut. Das ist echt süß. Das ist echt süß. Super, nun, wo ihr alles gesehen habt, könnten wir endlich... Ja? Jetzt klingelt es auf einmal. Iris? Die Stimme von Iris' Mutter drang aus der Küche. Okay, Iris! Ja, Mama? Ich glaube, es hat jemand geklingelt. Ja, ich hab's ja gesagt. Oh, sie eilt zu dir. Zur Haustür. Hallo, alle zusammen. Hallo, Pia. Hallo, alle zusammen. Keine Ahnung, wegen diesem Fragezeichen, weil ich so besitzt. Omitsugi, ich hab gehofft, dass du da sein würdest. Ich? Warum denn? Ich habe Viola in der Stadt getroffen und, komm mit, dann erkläre ich's dir. Okay. Was ist jetzt schon wieder? Ja. Jetzt wieder auf dem Kuscheltier. Was? Wo geht ihr hin? Keine Sorge, es dauert nicht lange. Mitsugi, kommst du bitte mal? Kommst du bitte mal mit? Aber, ohne noch etwas hinzuzufügen, zog Pia mich nach draußen. Iris und die anderen beobachten uns perplex.